hättet euch da einfach so an der Wand lang hangen können. Bewegt euch mit mir! Also, nichts kann die Jugend heutzutage mehr. Nicht mehr an der Wand entlang klettern. Runde. Okay, mach das. Bis gleich. Ach, da kommen wir schon. Einmal in den Anerkampf, sie bitte. Ich würde auch einmal. Hallo. Die ist nur am Pupsen heute. Ich lass euch! Das hast du ihr denn zu essen gegeben? Oder sie hat sich das von dir abgeguckt? So, hier können wir. Oh, Feuersteine. Feuersteine sind wichtig. Die brauchen wir. Damit wir später. Ja, ach, logischerweise Feuer machen können. Ich schlag euch tot wie ein Hund. Hundefutter und lecker Trockenfisch. Boah, der Trockenfisch ist eklig. Da wird man angestarrt. Von Fischaugen. Gar nicht. Ich habe ja nichts gegen Fisch oder Fleisch, aber nee. Legt euch mit mir. Darf ich gern, wenn mein Essen mich nur anstarrt. Oder Tierfutter. Also wie gesagt, noch gehen die Kämpfe. Da kriege ich das mal so durchschalten und noch hin. Aber später... wird das dann nichts mehr. Linksklick auf die Winde, um das Tor zu öffnen. Jetzt. In diesem Spiel muss man halt auch öfters mal Entscheidungen treffen, die dann tatsächlich auch das Spiel beeinflussen. Ich weiß noch nicht immer, wie stark diese Beeinflussung ist. Ich weiß auf jeden Fall, welche Entscheidungen ich bei diesem Durchlauf nicht treffen werde. Ich habe auch zum ersten Mal spielen gelernt. Verdammt, Geralt! Es ist ein Wunder, dass ihr noch lebt. Das mit der Treppe hättet ihr mir auch sagen können. Lambert und Eskel wollten sie gestern eigentlich reparieren. Wir sind keine Maurer. Egal. Der Professor und der andere Magier müssen sich im Burgfried verstecken. Seht der Wahrheit ins Auge, Hexer. Sie sind hier, um euch zu berauben. Trish, Kind, wir besitzen nichts Wertvolles. Etwas guten Stahl, Schneefuchspelze. Ich meine das Labor, das wisst ihr genau. Jemand will eure berühmten Mutagene. Ihr zieht voreilige Schlüsse. Triss könnte recht haben. Wir müssen herausfinden, was sie wollen. Eins nach dem anderen. Wir sollten einem starken Magier mit einem Furchtbringer nicht den Rücken zudrehen. Und ihr dürft die Banditen nicht ins Labor lassen. Wie üblich habt ihr recht, Triss. Geralt, ihr kennt euch mit Magiern aus. Findet heraus, was der hier will. Leo wird euch führen. Nur Aufklärung, oder? Niemand ist traurig, wenn ein paar von denen einen Kopf kürzer gemacht werden. Ihr schafft das, Wolf. Aber vergesst nicht, dass Leo bei euch ist. Ich schaffe das schon. Der Kater? Wir sehen nach, was da drin los ist und kommen dann zurück. Der Kater ist auch Leo. Nehmt für alle Fälle diese Tränke. Trinkt Donner jetzt und hebt Schwalbe auf, falls ihr Heilung braucht. Ich kann euch erklären, wie sie wirken. Wir sorgen dafür, dass sonst niemand reinkommt. Triss, ihr bleibt bei uns. Nur falls Savola etwas Neues einfällt. Okay, öffne das Inventar durch Linksklick auf das ganze Symbol oder durch Drücken auf I, um Zugang zu Gegenständen zu erhalten, Rechtsklick auf den Donnertrank, um ihn zu benutzen. Ja. So sieht unser Inventar aus. Noch relativ leer. Donner erhöht Schaden, macht jedoch ausweichen und parieren unmöglich. Und Schwalbe erhöht die Vitalitätsregeneration. Hier ist dann noch das Tagebuch. Die Tutorials werde ich, die lese ich ja sowieso immer vor. Die haben wir
Gibt dann allerdings auch noch das Glossar und Ungeheuer und was weiß ich. Das liegt dann an euch, ob ich das vorlesen soll oder ob ich das einfach mal übergehe. Ich kann es auch gerne vorlesen, aber wie gesagt, es bleibt euch überlassen. Wenn euch das interessiert, dann mache ich es. Wenn nicht, dann nicht. Ich selber lese mir sowas selten durch. Ich nehme es mir zwar immer vor, aber mache tue ich es nie. So. Ich will mich hier erstmal noch umsehen. Das tue ich ja allgemein viel zu wenig. Auch das muss ich mir angewöhnen. Oh, Ratten. Die Ratten haben Angst vor mir. Genauso wie mich immer alle Katzen anfauchen in diesem Spiel. Jetzt gucke ich nochmal auf die andere Seite. Ah, hier. Hier können wir jetzt nämlich auch plündern. Easy must gold. Ja, nehmen wir doch mal. Hammel. Das brauchen wir auch. Wird später auch noch sehr nützlich. Nicht. Hier ist sonst auch nichts. Okay. Wir können noch weitergehen. Beziehungsweise, habt ihr noch was zu sagen? Hütet euch vor dem Professor. Er soll ein Profi sein und 17 Leben ausgelöscht haben. In Ordnung. Verzeiht, ich weiß, ihr habt bereits gegen Banditen und Magier gekämpft. Denkt an eure Tränke. Wenn ihr das schnell genug erledigt, seid ihr vielleicht noch rechtzeitig für den Furchtbringer zurück. Kein Problem. Wie hat Wesemir das mit mir und den Magiern gemeint? Ihr habt schon etliche getötet. Bei Zauberinnen sieht die Sache anders aus. Ihr habt eine Schwäche für sie, die auf Gegenseitigkeit beruht. Ja. Merigold weinte, als sie uns von eurem Verschwinden erzählte. Sie ist eigentlich nicht übel, aber manchmal einfach schlauer, als gut für sie ist. Wir reden, wenn sich die Lage beruhigt hat. Trinkt euren Donnertrank und erforscht den Burgfried. Stimmt, gab's. Stimmt, er ist ja immer am Schwanken zwischen Triss und Yennefer, ne? War das nicht so? Irgendwie mischte Yennefer da ja auch immer mit. Worauf sollte ich bei dem Magier gefasst sein? Schwer zu sagen. Ich kenne weder ihn noch seine Fähigkeiten. Und mir gefällt das hier überhaupt nicht. Was meint ihr? Jemand mit Macht, gut verborgen, hat Savolla geholfen. Anderenfalls hätte ich seine Verteidigung im unteren Innenhof durchbrochen. Könnte es der Magier sein, den wir gesehen haben? Unwahrscheinlich. Geralt, bitte fordert ihn nicht heraus. Wir werden sehen. Okay. Also, was bewirken diese Tränke? Donner ist ein Kampftrank. Euer Körper spannt sich an, Adrenalin wird freigesetzt. Gibt es Nebenwirkungen? Die Verteidigung leidet. Und man bekommt einen Kater. Schwalbe ist ein Heiltrank. Der Kater ist ja halb so wild. Okay. Dann können wir... Fertig, Geralt? Ist das euer erster echter Kampf? Nein, aber ich habe noch niemals einen Menschen getötet. Bleibt in meiner Nähe. Okay. Ja gut, dann werden wir einmal dieses... Donner trinken. Bewegt den Cursor über ein Effektsymbol, um Informationen über den Effekt zu erhalten. Achso, ja. Pause-Menü. Zugefügter Schaden um 100%. Ausweichen effizient um 50%. Reduziert und parieren auch. Okay. Dann einmal hinein mit uns. Sie hat mir angewöhnt zu speichern. Ich kenne alle Balladen, die Rittersporn über euch verfasst hat. Lambert sagt, dass ich nie so schnell wie ein echter Hexer sein werde. Aber heute beim Training konnte ich ihn treffen. Ihr habt Lambert geschlagen? Wir haben gefochten, als dieser seltsame Sturm kam. Lambert sah weg, ich machte eine Drehung und traf ihn am Bauch. Aber er fiel nicht und besiegte mich dann doch. Ihr werdet bestimmt noch ein guter Schwertkämpfer. Ich weiß.
Jedes Mal, wenn Lambert mich besiegt, sagt er, dass ich Potenzial habe. Speichern. Gut. Muss ich jetzt einmal fein ausweichen. Ah, okay, zweimal drücken also. Ah. Ja, das hätte ich mir vielleicht damals im Let's Play vielleicht mal angucken sollen. Einmal. Den Gruppen... Ach stimmt, den Gruppenangriff haben wir noch gar nicht. Der wäre jetzt gut. Aber... Hier sind wir noch nicht so stark. Meine Hexerklinge! Noch irgendwas Kürbis. Tote zermatschte Ratte. Nope. Der Gruppenkampfstil ist am effektivsten gegen eine Gruppe schwächerer Gegner. Wechselt in diesem Stil durch Linksklick auf das Greifen-Symbol oder indem ihr C drückt. Okay, jetzt haben wir Gruppenkampfstil. Der ist echt. Der ist sinnvoll hier. Ja, gut, nur für einzelne Gegner natürlich nicht. Aber. Ist sinnvoll. So. Gehen wir erstmal wieder. Jetzt hör doch mal auf, deine Rolle zu machen. Kommen wir noch nicht rein. Die können wir später verkaufen. Wer Gold ist hier auch rar gesät. Diese Treppe führt zum Laboratorium. Folgt mir. Ich wollte mir doch die Kisten da ansehen. Na gut. Die Energie, die ihr dem Kreis der Elemente entzogen habt, reicht sie, um die Hexe aufzuhalten? Ihr zittert ja. Dabei hattet ihr euch doch beschwert, dass Sir Voller keinen von ihnen für euch übrig lassen wollte. Jagt euch der Anblick eines einzelnen Hexers des Weißen Wolfs persönlich Angst ein? Dieser Mann, der im Übrigen als tot galt, ist ein berüchtigter Mörder. Aber ich fordere ihn nur zu gern heraus. Leo, zurück. Kommt schon, Professor. Wir brauchen mehr Zeit. Ich beherrsche die Macht des Kreises der Elemente. Sie sind keine Gefahr. Zurück an die Arbeit. Die Mutagene müssen in 15 Minuten für den Teleport bereit sein. Die Hexer werden uns nicht belästigen. Der Weg ist versperrt. Die Treppe ist blockiert. Die magische Barriere sieht stabil aus. Wir brauchen Triss. Die rauben uns aus. Geralt, macht oben den Weg frei. Nutzt ein Zeichen. Ein Zeichen? Das Art. Ich kann es nicht mehr wirken, seit ich mir beim Training die Finger gebrochen habe. Wirkt das Art auf den Schutt? Ich erinnere mich nicht an die Zeichen. Gehen wir zum Kreis der Elemente, eine Quelle der Macht. Ihr müsst versuchen, das Art zu erlernen. In Ordnung. Okay. Ah, da hinten. Stimmt. Stimmt, da war ja was. Linksklick auf das Elementar, auf den Elementarstein, um ein Zeichen zu erlernen. Okay. Würden wir hinkriegen. Hattet ihr Erfolg? Das werden wir gleich wissen. Ich wusste, es würde klappen. Gehen wir zurück, ehe Lambert den Furchtbringer selbst tötet. Das Artzeichen ist eine telekinetische Kraft, die hilfreich ist, um blockierte Passagen zu öffnen oder Fallen zurückzustoßen. Rechtsklick auf ein Zeichen, um das Zeichen zu wirken. Ja. Aber vorher...
Okay, einmal den Schleifstein. Was soll das? Nee. Das ist hier nichts mehr. Schade. Da auch nicht, da auch nicht. Gut. Was konntet ihr in Erfahrung bringen? Die Banditen sind im Labor und suchen nach etwas. Der Magier hat mit Hilfe des Kreises der Elemente eine magische Barriere erschaffen. Ihr dummen Kinder, wieso habt ihr den Kreis nicht erwähnt? Trish, mein Kind, es schien nicht wichtig. Wenn sich der Magier mit dem Kreis verbunden hat, kann er ein stabiles Portal schaffen, durch das er überall hin auf dem Kontinent reisen kann, mitsamt eurer Ausrüstung. Gut, wir haben einen Fehler gemacht. Aber ihr habt gesagt, der Magier sei harmlos. Ich sagte, ich kenne ihn nicht. Wir sollten jetzt vor allem das Labor schützen. Keine Panik, Merigold. Wir wissen, ihr wollt gerne unsere Hexergeheimnisse sehen. Wesemir, wenn dieser Idiot nicht die Klappe hält, werde ich... Genug. Lambert, hört auf, Triss zu ärgern. Er weiß dir etwas Respekt. Triss, wenn wir zum Labor gehen, sitzen wir in der Falle. Von Taktik verstehen wir etwas. Vielleicht sollten wir uns aufteilen. Geralt hat recht. Wir müssen das Labor schützen und den Furchtbringer töten. Wer übernimmt was? Nur ich kann die Barriere durchbrechen. Ich gehe hinein. Wesemir? Ich bleibe hier und kümmere mich um den Furchtbringer und Zavolla. Und ihr, Geralt? Wir könnten beide eure Hilfe brauchen. Ja, was machen wir? Kümmern wir uns ums Labor? Oder sollen wir uns um den Furchtbringer kümmern? Furchtbringer oder Labor? Auf der einen Seite wird das Labor natürlich wichtiger. Glaube ich, würde das Labor bevorzugen. Wenn ich ehrlich bin. Das Labor ist wichtig. Ich gehe mit Triss. Machen wir das Labor. Ich auch. Damit wäre das entschieden. Eskel und Lambert bleiben bei mir. Zavolla hat gerade einen Zauber gewirkt. Etwas geht hier vor. Nein. Sag bloß. Der Boden bebt. Spürt ihr es? Sie brechen durch. Gerade höflich. Das Viech sieht aus wie so eine riesige Gottesanbeterin. Schnell, verteidigt das Labor! Okay. Auf zum Labor. Ich weiß gar nicht, wenn wir da automatisch hin. Ich glaube. Das könnte ein harter Kampf werden, Geralt. Nehmt diesen Trank. Die Hexer nennen ihn Waldkauz. Er regeneriert Ausdauer und ist sehr nützlich im Kampf gegen Magier. Danke. Lasst uns gehen. Gut, weit kurz da. Die Ausdauergeneration. Machen wir. Da vorne stehen sie schon. Pärchen. Keinen Schritt weiter, Weißer. Ich werde einen mächtigen Dämon rufen, der euch in Stücke reißt. Er blufft. Er ist durch die Teleportation erschöpft. Im Moment reicht es gerade noch für magische Lichtspielereien. Gut. Wir kümmern uns um ihn und stoßen bei der Barriere wieder zu euch. Wie aber auch so einfach ruhig stehen bleibt. Ihr unterschätzt euren Gegner. Jetzt sterbt nicht die Energie. Ja.
hier verfasse. Verteidigt euch! Miststück! Ja, genau so. Du überlebst es eh nicht. Nee. Bist du nicht. Euer letztes Stündchen einfach. Ja. Sehr gut. Seid ihr verletzt? Hat er euch erwischt? Nö. Aber wenn das nur magische Lichtspielereien waren, möchte ich keinem wirklich mächtigen Zauberer begegnen. Ich wollte euch helfen, aber ich konnte diesen merkwürdigen Kreis nicht durchbrechen. Savola sieht die Radieschen von unten wachsen. Darauf kommt es an. Wir müssen Triss helfen. Okay, bis später. Danke, dass du dabei warst. Hier auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Oh, ein Saphir. Den. Wofür braucht man denn? Achso, für Klingenüberzüge. Gut. Ich weiß jetzt schon, dass ich keine Ahnung mehr hiervon habe. Nein, ich wollte gerade keine Waffe. Na egal. Gut. Dann laufen wir erstmal. Sieht cool aus. Das Wandbild. Naja, erstmal Richtung Keller. Oh Gott, was ist denn mit Triss? Sie plündern das Labor. Der andere Magier ist... Ich habe ihn unterschätzt. Beeilung. Ja, aber ich möchte vorher noch... Okay. Ich bin umsonst im Kreis gelaufen. Stufenaufstieg. Und darum können wir uns erst gleich kümmern. Das ist es. Wir haben, was wir wollten. Professor, kümmert euch um diese Hexer. Es heißt, Hexer könnten Bolzen im Flug abwehren. Leo, stopp! Ah! Das Wasser wohl mit Leo. Es ist also nur ein Märchen. Was ist passiert? Rippenbrüche, Lungenriss. Er stirbt. Der braucht Raffards Absud. Haltet durch, der Leo. Der ist wohl nicht mehr da. Es war hier. Ich kann es nicht finden. Wir haben es geklaut. Leo ist tot. Wenigstens nur Leo der Mensch und nicht Leo der Kater. Wie ist das passiert? Er hat den Professor angegriffen. Ich kam zu spät. Es ist nicht eure Schuld, Geralt. Wir sind alle verantwortlich. Triss hat für uns gekämpft und es kaum geschafft. Es sind schlechte Zeiten für Hexer. Und etwas sagt mir, sie werden nur noch schlechter. Ist es da oben sicher? Relativ. Da oben sind ein paar Nachzügler. Aber um die kümmern wir uns später. Ihr seht müde aus. Ich möchte, dass ihr euch ausruht. Ich halte Wache und kümmere mich um Leos Leichnam. Okay. Linksklick auf Meditationssymbol, um in den Meditationsmodus zu wechseln. Okay.
Dann ruhen wir uns doch einmal aus. Charakterentwicklung. Ihr habt Talente verdient, verwendet diese, um Charaktereigenschaften auszubauen, einschließlich Attribute, Zeichen und Kampfstile. Wählt die Eigenschaft, die ihr aufwerten möchtet, aus der Liste links aus. Dann wählt unter den markierten Aufwertungen aus dem Fähigkeitenbaum rechts. Um eure Auswahl auszuführen, linksklick das Stundenglas. Um sie zu löschen und neu auszuwählen, linksklick auf Löschen. Okay. Gut. Ja, dann hätten wir einmal hier die Stärke. Wie viele Punkte haben wir denn? 3 bei Bronze. Ja, dann würde ich auf jeden Fall einmal Stärke erhöhen. Gewandtheit. Ausdauer würde ich natürlich auch gerne machen. Und dann einmal. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir das Stahl- oder das Silberschwert haben. Nun mache ich erstmal hier noch. Basis Stufe 2 von Zeichen frei. Gut, wir können erstmal. Chance auf Lähmen. Das klingt ja auch ganz gut. So. So, ich werde einmal eine ganz kurze Pause machen. Nämlich mal ganz kurz wohin. Ich bin sogar schon lange über meiner Zeit, wo ich sonst immer aufs Klo gehe. Deswegen mache ich einmal eine kurze Pause. Ich speichere aber vorher. Und wir sehen uns dann hier gleich wieder. Muss man erstmal gucken, dass ich hier irgendwie aus dem Spiel rauskomme. So.